Ich selbst bin opernbegeistert und die Arie, die ich liebe für Sopranistinnen, ist die Königin der Nacht. Bei mir ist eine Opernsängerin frisch von der Hochschule, die diese Arie aus dem FF beherrscht und noch mehr, sie wird gefeiert als die kommende Sopranistin und sie kommt aus der Region. Bei mir jetzt Laura Kirchgessner. Dass heute eine der besten Stimmen, die wir in der Region haben, bei mir ist vielleicht eine der besten Stimmen Deutschlands. Ein Nachwuchstalent, frisch von der Hochschule und jetzt auf den großen Bühnen. Bei mir ist Laura Kirchgessner. Sie kommt aus Graben-Neudorf, hat hier in Karlsruhe studiert und ist Opernsängerin. Laura, schön, dass es geklappt hat. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Erstmal Gratulation. Du hast ja an der Hochschule für Musik ganz frisch abgeschlossen mit einer glatten Eins. Bist du richtig stolz? Ich freue mich, dass das so gut angekommen ist, auch bei den anderen Lehrern. Man hat ja eigentlich seinen eigenen Professor, der unterstützt einen sehr. Und jetzt waren andere noch dabei. Genau, die Note machen aber dann alle zusammen. Spannend. Und da freut man sich natürlich besonders, wenn das dann so ein gutes Ergebnis ist. Laura, wie läuft das ab? Normale Prüfung kenne ich. Eine mündliche Prüfung ist dann normalerweise, dass man irgendwie gefragt wird. Du musst dann richtig vorsingen. Ja, nee, also die Abschlussprüfung ist tatsächlich, das sind zwei Konzerte. Je eine Stunde ungefähr. Und genau, die Gesangslehrer, Professoren, die sitzen dann da und beurteilen das Ganze. Und, also nur ein kleines Publikum, nur die Professoren und kein großes Publikum? Man darf auch Freunde und Bekannte einladen. Ja, genau. Und dann hast du das Konzert gegeben und sie waren absolut begeistert von dir. Ja. Also das hat ja wunderbar geklappt. Vor allem auch, und da werden wir heute noch drauf eingehen, über deine Tonhöhen. Was hast du denn gesungen als Prüfungsstück? Wow, ganz, ganz viele verschiedene Stücke, Lieder, Opernarien. Das Hauptstück war die Zerbinetta-Arie von Richard Strauss aus Ariadne aus Naxos. Und ganz bunt gemischt eigentlich. Laura Kirchgessner ist bei mir, eine ganz tolle Opernstimme und wir wollen dich auch persönlich so ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen habe ich meine 10 Fragen mitgebracht. Die erste lautet wie immer dein Sternzeichen. Fisch. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verliebt. Deine Lieblingsfarbe, Laura? Blau. Hast du ein Haustier? Nein. Welches Poster hing bei einer Opernsängerin im Jugendzimmer? Ganz klassisch Britney Spears. Aha, war das vielleicht auch dein erstes Vorbild? Ja, vielleicht auch. Ja, das war so ein bisschen meine Jugend, diese Popstars und diese, genau, ich komme nicht direkt aus der Klassik. Ah, da wollen wir später noch drüber sprechen. Danke für den kleinen Hinweis. Deine erste selbst gekaufte CD, was hast du gerne gehört? Auch Britney Spears? Ja, auch sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber diese Richtung. Aber es war keine Opern, es war keine, definitiv nein, keine Opern. Es war keine Oper. Ah, sehr sympathisch. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, Laura? Oh, wow. Ehrlich gesagt lese ich zurzeit nur meine Klavierauszüge, meine Musik. Schöne Antwort. Ich habe manchmal Köche da, die lesen nur Kochbücher. Also alles gut. So ein richtiges Buch fällt mir nicht ein gerade. Ja, Klavierauszüge ist doch eine gute Antwort. Dein Lieblingsurlaubsziel, Laura, wo geht's am liebsten hin? Ägypten. Aha, kommt wie aus der Pistole geschossen. Und Hausmannskost oder Gourmet-Tempel, was isst Laura gerne? Hausmannskost. Und was darf sein? Was ist bei dir Hausmannskost? Spätzle, Nudeln und ja. Eine Antwort, die ich ganz oft bekomme. Spätzle mit Soße. Ach, ja. Herrlich. Die Martin-Wacker-Show mit Laura Kirchgessner. Eine Opernsängerin, die im Sopran viele hohe Töne trifft. Aber wir haben es gerade gehört bei den 10 kurzen Fragen. So als Jugendliche warst du auch Britney Spears zugeneigt. Ja. Wann kam dann die Entscheidung, doch ins klassische Fach zu wechseln und den Operngesang zu bevorzugen? Ja, also ich bin eine Sängerin, die immer zuerst vom Gesang kommt. Also ich habe gerne gesungen als Kind. Alles Mögliche, wirklich
verschiedene Richtungen. Und dann wollte ich gerne Gesangsunterricht haben. Und ich hatte dann das Glück, eine Lehrerin zu treffen, die viele Genres bedient hat. Und eben auch den klassischen Gesang. Und dann hat sie meine Stimme gehört und mir gesagt, ich glaube, wir sollten mal den klassischen Gesang ausprobieren. Ich kann da etwas hören und mit ihr habe ich dann genau diese Oper entdeckt. Und ich bin ihr auch sehr dankbar, dass sie mir den Weg bereitet hat. Und genau. In welchem Alter war das? Wann hast du angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen? Oh, mit 12, 13, ja. Und dann ist der Weg schon bereitet gewesen. Als du dann deinen Freundinnen und Freunden gesagt hast, ich nehme Gesangsunterricht und die Oper steht im Mittelpunkt, wie waren dann die Reaktionen? Weil das ist ja ein Alter, wo Oper noch nicht im Mittelpunkt steht. Ja, das kann ich auch so bestätigen. Also die waren schon, mein Freundeskreis war auch schon eher entfernt von der klassischen Musik. Aber es war umso schöner, dass sie dann durch mich ein bisschen auch den Weg dazu gefunden haben und ja, Konzerte besucht haben und das ja irgendwie auch für sich kennengelernt haben. Und dich in der Abschlussprüfung unterstützt haben. Genau. Als Publikum. Sehr ja. Schön. Laura, dann kam der Operngesang. Und dann kommt ja aber vom Gesangsunterricht mit 12, 13, 14 irgendwann der Schritt zu sagen, ich gehe auf die Universität und studiere das. Was war da ausschlaggebend? War auch die Gesangslehrerin diejenige, die gesagt hat, du musst diesen Weg weitergehen? Sie hat schon gehört, dass meine Stimme für mein Alter gut war und weit war. Und sie hat mir empfohlen und mich aufgeklärt, wie könnte der Weg gehen, was könnte man machen. Ganz am Anfang stand auch Musical im Raum. Aha. Aber es zeichnete sich immer mehr ab, dass für mich die Oper und der klassische Gesang, das ist ja auch eine andere Gesangstechnik, dann für mich das ist, was ich machen möchte. Der richtige Weg. Genau. War ausschlaggebend, dass deine Gesangslehrerin das erkannt hat, was viele Kritikerinnen und Kritiker eben auch schreiben, dass du extreme Höhen der Stimme erreichst. War das damals schon absehbar? Ja, sie hat auch immer davon gesprochen, aber sie ist nicht in die extremen Höhen gegangen im Training, weil sie immer gesagt hat, das solltest du nicht zu früh machen. Das wird dann ein Professor, ein Gesangsprofessor an einer Musikhochschule mit dir machen. Aber sie hat das schon erkannt. Also als ich ja sehr jung war, hat sie gesagt, das geht in Richtung Koloratur Sopran. Das wird mal eine ganz hohe Stimme. Aber ich werde das jetzt noch nicht ausbilden, weil das ja auch zu früh gefährlich sein kann, wenn man falsch mit der Stimme umgeht. Ja. Aber der Weg war bereitet und über die Hochschule für Musik hast du dann diese Höhen erreicht. Da sprechen wir gleich noch drüber. Die Martin-Wacker-Show, heute mit Laura Kirchgessner. Gebürtig aus Grabenneudorf, in Karlsruhe studiert und jetzt sozusagen auf der ganzen Welt in Gastengagements unterwegs. Beschreibe ich das so richtig? Ja, in Karlsruhe bin ich auch geboren. Aber genau. Grabenneudorf war so die Heimat? Grabenneudorf, genau. Wenn man jetzt diese Opernengagements bekommt, ich möchte es mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Zuschauerinnen und Zuschauer beschreiben, die Tonhöhen. Bekannt ist vor allem Königin der Nacht. Ja, das ist irgendwie die Arie, wo man in hohe Höhen kommt. Geht es denn noch höher, Laura? Ja, es geht noch höher. Also ich singe die Königin der Nacht. Ich habe die Partie schon lange im Studium auch studiert. Und in meinem Training bin ich tatsächlich auch höher gegangen. Einfach um zu schauen. Also jede Stimme ist anders, aber bei mir ist das, geht es noch weiter. Also ich will es mal verständlich machen, es gibt das hohe C und noch höher ist es dann das dreigestrichene C. Geht es wirklich so hoch? Genau, aber das Königin der Nacht F, dieses berühmte dreigestrichene F, das liegt nochmal über dem
noch mal höher. Über dem C, ja. Faszinierend. Wie ist das eine Höhe, die selten bei Opernsängerinnen vorkommt? Also ist dieses Coloratursopran etwas, was sehr gefragt ist, Laura? Das ist schon ein Spezialfach. Mhm. Ja, also kann man schon so sagen. Das ist ein spezielles Fach, das Koloratursopranistinnen bedienen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Stimmfächer. Und deine Sprechstimme ist gar nicht so hoch. Das finde ich ganz spannend. Du hast eine sehr schöne, angenehme Sprechstimme, die gar nicht diese Höhen erreicht. Diese Höhen muss man wahrscheinlich sehr bewusst ansteuern. Ist sehr viel Training dabei. Ja, das ist trainiert auch, aber man braucht auch eine natürliche Anlage dafür. Und wo liegt die Anlage für die hohe Stimme? Das bringt jeder individuell mit. Mhm. In meinem Fall könnte man sagen, ich bin nicht so groß. Mhm. Das sind oft die höheren Stimmen. Mhm. Die haben kürzere Stimmbänder auch. Was ich alles lerne in dieser Sendung. Kinder zum Beispiel mit ihren hohen Stimmen. Mhm. Ja, und aber jeder Sänger ist individuell. Und das ist, was ich auch an der Oper so liebe, weil wir haben natürlich immer wieder die gleichen Produktionen und wir schauen sie immer wieder. Und die sind mit jeder Besetzung anders, weil jeder etwas Individuelles mitbringt. Also die Stimme natürlich und der ganze Darsteller. Da spricht die Begeisterung aus dir, Laura. Jetzt kommen wir zu Fragen. Da kann ich meine Kärtchen weglegen, weil die sind hier schon vorbereitet. Du ziehst die Frage, gibst mir die Frage und ich lese dir vor. Und dann musst du dich für eine Antwort entscheiden, Laura. Bitte schön. Okay. Das ist unser Fragenglas. Du darfst schon loslegen. Deine erste Frage lautet, entweder oder, entweder dein ganzes Leben alleine sein oder von Menschen umgeben, die du nicht magst. Lieber alleine sein. Lieber alleine sein. Okay, gute Antwort. Mir würde es wahrscheinlich genauso gehen, weil sich andauernd aufregen über andere, das macht keinen Sinn, oder? Nee. Wie ist es bei dir generell, wenn du dich vorbereitest auf eine Partie, auf eine Opernpartie? Bist du dann auch alleine? Brauchst du die Konzentration? Ja, ich bin eigentlich ein Einzelgänger. Mhm. Also ich bin gerne auch alleine und brauche auch die Ruhe. Und danach genieße ich es wieder, Menschen zu treffen, mit denen zu arbeiten und Menschen kennenzulernen. Aber ich brauche auch sehr viel Zeit alleine. Verstehe sehr ich. Viel. Okay. Ja. Deine zweite Frage, Laura, bitte. Okay. So, entweder oder. Liebe nur noch süß oder nur noch salzig schmecken können? Nur noch süß, auf jeden Fall. Also ist das die Belohnung dann? Wenn die Aufführung gibt, dann bist du so ein bisschen Schokolade hinterher, macht glücklich, oder? Ja, Schokolade ist mein Garant, ja. Hat mir sehr viel geholfen. Operngesang und Schokolade passen eben zusammen. In der Martin-Wacker-Show heute eine ganz wunderbare Stimme, Laura Kirchgessner, eine Opernsängerin aus der Region, die in Karlsruhe studiert hat und die ganz hohen Höhen erreicht. Laura, wie viel Training ist da dabei? Musst du täglich deine Stimme trainieren, um diesen hohen Ansprüchen in doppeltem Sinne gerecht zu werden? Ja, also täglich wäre jetzt nicht ganz ehrlich. Es gibt auch Phasen, in denen ich die Stimme gerne ruhen lasse. Aber ich glaube, auch jeder Sänger macht das für sich individuell. Mhm. Jeder muss sein Instrument kennenlernen und wissen, wie geht man damit am besten um. Ich übe schon regelmäßig, aber nicht unbedingt täglich. Mhm. Auch phasenweise, das kommt drauf an, auf was ich mich vorbereite, was ansteht, wann ein Vorsingen kommt oder... Ja. Die Stimme als Instrument, du hast es schön beschrieben, das ist dein Instrument. Wie sehr pflegst du es außerhalb von Training? Also selbst als Sprecher ist man ja immer, wenn Zugluft ist oder wenn jemand um einen rum einen Husten hat, ist man gleich aufgeregt. Geht es dir auch so? Ja, also im Alltag, ja, das Instrument ist ja für den Sänger ein Instrument, das man nicht wegpacken kann oder man muss damit schlafen gehen und wacht auch morgens damit wieder auf. Deswegen, es ist immer dabei und man muss auf sich aufpassen. So, ja.
Laura, die Stimme ist dein Instrument. Und du hast gesagt, du übst nicht jeden Tag, aber trotzdem musst du sie pflegen. Und singst du aber auch mal Dinge, die nicht auf dem Opernspielplan stehen? Du hast vorhin mal Britney Spears angesprochen. Kann auch sein, dass man Laura mal durch die Wohnung hüpfen sieht und einen Song von Lady Gaga singen hört. Wie ist dein normaler Musikgeschmack jenseits der Oper? Ich habe ganz viele Vorbilder. Lady Gaga ist wirklich ein Vorbild von ein Treffer. Mir. Also, ja, und wir haben das nicht abgesprochen. Ja. Zu Hause gibt es ja verschiedene Musikrichtungen auch, aber ja, meine Stimme ist trotzdem eine klassisch ausgebildete. Aber ich merke schon, du magst auch die Schubladen nicht, U- und E-Musik. Auch die U-Musik hat Anspruch und auch diese Sängerinnen haben Klasse. Ja, ich mag sehr viele, ich habe sehr viele Opernsänger als Vorbilder auch, aber eben auch Lady Gaga oder Freddie Mercury oder Stimmen, die sehr natürlich sind und die mich berührt haben. Genau, also alles, was gut ist, ist bei mir willkommen. Eine wunderbare Einstellung zum Gesang. Danke, Laura. Ja. Ich glaube, zum ersten Mal in der Martin Wacker Show gibt es das schöne Spiel als Opernarie. Hier ist die Opernausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Laura, du musst es nicht singen, die Antworten, aber würdest du wahrscheinlich lieber. Wie ist es? Singen fällt dir wahrscheinlich leichter als so ein normales Interview geben, ne? Weil du deinem Metier bist. Ja, ehrlich gesagt, ja. Aber du machst das es stimmt. Wunderbar und du wirst auch jetzt gut durchkommen bei Stadt, Land, Quatsch. Das heißt, du kriegst einen Buchstaben, ich stelle dir dazu einen Begriff vor, du musst dann den Buchstaben richtig ergänzen. Bei 5 Richtigen gibt es diese Tasse und stell dir vor, diese Tasse heißt Opera. Also die Tassenform heißt Opera. Aha, also ist die Tasse für dich in einem schönen Rot. Wow. Ja, Vorhangrot. Wir legen los mit dem Buchstaben M, habe ich mir ausgedacht. Und wir starten mit einer Stadt. München. Ein Land. Mexiko. Ein Komponist mit M. Mozart. Etwas zu trinken mit M. Weiter. Etwas zu essen mit M. Mandarine. Sehr gut. Ein Fernsehsender. MDR. Mhm, ein Gefühl. Müde. Mhm, das nimmt man mitten in den Urlaub mit M. Weiter. Da klingelt es schon, aber ich glaube, du hast schon 5 Richtige gehabt. Du warst sehr gut, Laura. Es waren sogar 6 Richtige. Wow. Alle Aufregung umsonst. Ja. Die Operntasse gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und was nimmt man mit in den Urlaub mit M? Wir rätseln noch gleich ein bisschen. Und lösen mal so ein bisschen auf. Was könnte man mit M in den Urlaub mitnehmen? Hast du eine Idee? Also ich nehme meistens, wenn man campt, braucht man eine Matratze, eine Luftmatratze oder etwas, wo man drauf schlafen kann. Eine gute Auflösung. Das ist nicht ganz so meins. Nicht ganz so dein. Apropos Urlaub, du hast vorhin ein Urlaubsland benannt. Wie ist es denn generell bei dir in der Freizeit? Geht es dann auch mal nach Italien Opern anschauen? Ist Italien auch wegen den Opern eventuell ein Lieblingsland? Ja, schon. Ich war dieses Jahr gerade in Italien und habe Aida gesehen. Mhm. Das hat natürlich nochmal einen anderen Flair als Deutschland, wobei ich sehr froh bin, in Deutschland geboren zu sein, weil wir natürlich auch eine Kultur Hauptstädte sind. Wir sind eine Kulturnation, definitiv. Und italienische Oper, ist das so deine Lieblingsrichtung oder gibt es eine andere Lieblingsrichtung im Opernbereich? Ich habe sehr, sehr gerne Operette gemacht. Ins italienische Fach, glaube ich, muss ich als hoher Koloratursopran erst mit der Zeit noch ein bisschen reinfinden. Mhm. Eine wunderbare Stimme ist zu Gast Laura Kirchgessner, kommt aus der Region, ist eine wunderbare Sopranistin. Laura, wo haben wir dich zuletzt gehört und wo können wir dich demnächst wieder hören? Ich glaube, Philharmonie Baden-Baden ist so ein Orchester, das dich gerne engagiert. Ja, mit denen war ich Anfang des Jahres für die Neujahrskonzerte unterwegs, an verschiedenen Orten, auch in Baden-Baden natürlich. Und zuletzt war ich in Waldbronn, letztes Wochenende, für ein kleines Solo-Lied-Konzert. Sehr schön. Aber es gibt Ende des Jahres noch ein Engagement, wo du noch... Ende des Jahres werde ich in Darmstadt sein, am Theater, für eine kleine Rolle, Janetta in Liebestrank.
Ja. Wunderbar. Und es geht jetzt deine Karriere so richtig los. Ist das Ziel dann für eine Opernsängerin ein festes Engagement oder findest du das Gastengagement spannender? Welchen Weg möchtest du gehen? Mir gefällt es momentan sehr, an verschiedenen Orten zu sein. Also ich bin offen natürlich für alles, was kommt und man kann es sich ehrlich gesagt nicht selbst aussuchen, weil es doch ein harter Job ist. Mhm. Und man geht vorsingen und man bekommt nicht jedes Engagement und es gibt eine hohe Konkurrenz und viele Sänger, die natürlich auch ihre Partien und Rollen suchen, aber ja, mir gefällt es, verschiedene Menschen kennenzulernen. Von dem her, das wäre schon ganz gut. Schauen wir in die Zukunft, Laura. Es gibt ja die großen Opernhäuser der Welt. Träumt auch Laura Kirchgessner von der Scala in Milano oder welches Haus darf es sein? Du hast jetzt einen Wunsch frei. Ich bin jetzt der Manager, der dir ein Engagement vermittelt. Was ist dein Traumhaus? Wow, also natürlich, ich glaube, jede Sängerseele möchte mal auf den großen Bühnen singen. Mhm. Aber es ist mir ganz wichtig, dass ich mein Glück davon nicht abhängig mache. Mhm. Deswegen, ehrlich, ganz ehrlich gesagt, ich träume nicht davon. Also mein Traum ist es, Erfahrung zu sammeln auf verschiedenen Bühnen. Und ich bin offen dafür, was das Leben mir gibt. Also ja, es ist... Das ist eine wunderbare Einstellung, Laura. Und das ist auch ein schönes Schlusswort von dir. Ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass irgendwann die Schlagzeile zu lesen ist. Laura Kirchgessner begeistert die Menschen in Mailand, in der Scala. Und bis dahin wünsche ich dir weiterhin einen so bescheidenen, aber erfolgreichen Weg. Alles Gute für dich. Vielen Dank. Und auch nächste Woche habe ich eine starke Frau bei mir zu Gast. Sie macht was völlig anderes. Sie singt nicht, sie kocht. Am Anfang hat sie das getan nur für die Familie, dann hat sie ein Foto gemacht und inzwischen folgen ihr 20.000 Menschen auf Instagram. Bei mir ist nächste Woche die Food-Bloggerin und Food-Loverin Renate Stolzenberger-Harmers aus Malsch bei Wiesloch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche, noch einen schönen Sonntag. Tschüss.